Hallo und grüß euch. Herzlich willkommen zu Markus Burkhardts Pflanzenporträt. Heute, ich sage es dazu, ausnahmsweise eine Pflanze, die ich sehr liebe. Ich liebe sie wirklich und ich verspreche euch, jeder, der sie zulässt oder in seinem Garten aktiv ansieht, anpflanzt, wird sie auch lieben. Bleibt dabei, schaut euch das an. Heute geht es um die ikonenhafte Karde oder wilde Karde. Botanisch sagt man dazu Dipsacus fulonum. Der deutsche Name ist schon mal ganz interessant. Wilde Karde, das Wort Karde, leitet sich ab von dem botanischen Wort wiederum für Distel, Cardus. Es ist aber keine Distel. Es ist nicht einmal eine Distelverwandtschaft, aber es schaut aus wie eine Distel und es sticht da. Und wiederum der botanische, der wissenschaftliche Name, Dipsacus fulonum, da gibt es ein paar verschiedene Arten. Dipsacus kommt vom griechischen Wort für Durst, Dipsa. Wieso das so ist, das werde ich euch ein bisschen später erzählen, weil das ist wirklich wissenswert und interessant. Wer die Karde hat, wird selbst erfreut sein, aber vor allem auch sind es ganz, ganz viele Tiere, die sich sehr freuen, wenn die Karden im Garten zugegen sind. Das hat viele, viele verschiedene Gründe. Aber erstens einmal natürlich die schöne Blüte. Das ist eine wunderschöne Blüte, die wirklich, man muss es so sagen, Hummeln zum Beispiel in Massen anlockt. Wenn du ein paar Karden wo stehen hast, du hast immer Hummeln drauf. Das ist ein sehr nektarreicher, ist auch gut Pollen auf den Blüten. Das heißt, sie können ständig da Nektar holen. Es sind relativ tieftrichtrige Blüten, das heißt eher die langrüsseligen Tiere, wie eben unsere Hummeln, kommen da sehr gut zum Zug. Es sind oft mehrere Hummeln auf einer Blüte oben. Auch die Honigbienen mögen die Karde, natürlich auch Schmetterlinge, weil die können ihren Rüssel ausrollen. Und es gibt auch einen Karden, wie heißt der jetzt da? Einen Kardendistelwickler, ich glaube, dass er so heißt. Das ist ein Schmetterling, der legt seine Eier jedenfalls auf die Karde und die Raupen fressen dann dran, aber es geht noch munter weiter. Die Karde ist sehr, sehr wichtig und beliebt wirklich bei unseren heimischen Vögeln, weil sie macht so ja, recht energiereiche, ölhältige Samen. Und das wissen natürlich unsere Vögel, allen voran der Distelfink oder der Stieglitz. Und wenn man ein paar Karden im Garten hat, dann sind die meistens in so Gruppen und dann kann man im Winter das super beobachten oder im Herbst rein, wie diese Vögel dann kommen und diese Samen da rausziehen. Und der Schnabel des Stieglitzes, wenn man das Glück hat, das einmal vielleicht ein bisschen von der Nähe zu beobachten mit einem Fernglas oder herzoomen, dann sieht man, es ist wie ein Pinzetten und mit dem zirkt er dann diese einzelnen Samen raus. Ist richtig ein Schauspiel. Die Karde ist aber noch einmal interessant, weil sie bildet, sieht man jetzt an der natürlich nicht, die ist schon abgestorben, die ist eigentlich tot, aber sie stehen 2-3 Jahre lang. Sie bildet so wie so eine Art Zisternen, man sagt eine Zisternenpflanze dazu, weil die verwachsenen Blätter im Sommer, die grünen Blätter, die bilden so wie so eine Art Zisternen, wo das Wasser, das Regenwasser sich sammelt. Und von daher kommt auch dieser Name, der sich auf das griechische Wort Dipsa ableitet, der Durst. Man nennt sie auch die Pflanze des durstigen Wanderers oder so irgendwie. Oder weil vielleicht Tiere ihren Durst an diesen Zisternen da stillen können, wo sich das Wasser eben sammelt. Man weiß bis heute nicht ganz genau, für was diese Zisternen sind. Manche spekulieren eventuell ein Schutz gegen aufsteigende Ameisen. Andere sagen, naja, es ist vielleicht eine Möglichkeit, der Pflanze zusätzlich Stickstoff anzureichern über die toten Tiere. Deshalb, bevor man trinkt, schaut rein, wie viele tote Tiere in dieser Zisterne drinnen sind. Da kann ganz schön was drinnen liegen. Es ist wirklich interessant. Und es gibt auch, das gefällt mir wieder am meisten, es gibt eine Sage oder eine Mär, dass Mädchen, die sehr oft aus diesen Zisternen trinken, besonders hübsch werden. Ob es stimmt, ich weiß es nicht. Ob man es probieren will, weiß ich auch nicht. Ob man dann überhaupt so hübsch wird, wenn man dauernd dieses verunreinigte Zisternenwasser trinkt. Und was man da vielleicht ganz gut beobachten kann, die halten wirklich was aus, wenn man schaut, was die für eine Spannung erträgt und dann lasse ich es aus.
Vielleicht hat man es gesehen, sonst kennen wir es in Zeitraffer noch einmal da. Die Karde ist ein sogenannter Tierstreuer. Tiere oder ungeschickte Primaten gehen an der Karde vorbei, wupp, und dann schleudert sie ihre Samen weit in die Gegend. Macht natürlich auch der Wind nimmt es auch mit. Und das Zeug bleibt natürlich auch im Fell oder an der Kleidung hin und wieder hängen. Wenn man arbeitet im Garten, dann hat man oft diese Dinger irgendwo um. Glaubst du zuerst, das ist ein Abszess? Nein, es ist die Frucht der Karde. Das ist ganz lustig und deshalb stehen diese Karden so gut, weil die Karde das als Mechanismus benutzt, um ihre Samen weit in die Gegend rauszuschleudern. Außerdem, deshalb lasse ich es immer stehen, diese hohlen Stängel sind natürlich auch für gewisse Tiere ein Rückzugsraum oder eine Art Wohnung. Also für mich war das eine coole Wohnung, wenn ich ein Käfer bin oder eine Wildbiene, wenn man sie da reinbohren kann in solche Stängel. Sie ist zwar tot, aber natürlich in den Samenkörnern lebt die genetische Information. Und deshalb lasse ich die stehen, weil dann streut sie das aus und es schaut wirklich cool aus. Also diese Karde ist zwar tot, aber sie lebt in Wirklichkeit dann über ihre Samen weiter. Und wenn sie es so ausstreut, dann können natürlich noch andere Tiere diese Samen wieder aufnehmen. Es hat nicht jeder Vogel so einen super Zauberschnabel wie der Stieglitz, aber auch zum Beispiel dann Mäuse können diese Samen fressen, die am Boden fallen, oder eben andere Vögel. Aber Manta wird jetzt sagen, ist mir doch völlig egal, was diese Tiere von der Karde haben. Was habe ich von der Karde? Sehr, sehr viel. Deshalb schauen wir jetzt, wo die Karde sich gerade vermehrt im Garten. Da ist meine Kardenvermehrung. Überall, wo es eine Karde stehen habt, ist eine Kardenvermehrung. Die Karde ist nämlich zweijährig. Viele fürchten sich vor der Karde, weil es von Alters her so ein bisschen Ackerunkraut. Wo gibt es denn die noch, die Art Ackerunkräuter? Und die Karde wächst ganz gern dort, wo gestörte Böden sind, also wo der Boden offen ist, denn dort kann sie sich aussehen. Ganz gerne auch auf Brachen, wenn sie es einfach stehen lässt im Garten, sie sieht sie eh selber aus und dann habt ihr die Nachfahren. Sie ist zweijährig, das heißt, die Karde, so wie es jetzt da steht, ist tot, der Same fällt auf den Boden, sie keimt und im ersten Jahr macht sie eine Rosette, eine bodenständige Blattrosette. Mehr tut sie im ersten Jahr nicht. Wir können zwar ganz schön imposant werden, man sieht das auch da, es sind große Rosetten, und erst im zweiten Jahr blüht sie. Und wir haben ja momentan von unserer Bundesregierung die Aufgabe bekommen zu sparen, zum Beispiel kaltes Wasser beim Zähneputzen verwenden. Ich würde einen Schritt weiter gehen. Ihr könnt auch alle Kämme einsparen und macht euch einfach aus der Karde Kämme. Dann braucht ihr nie wieder einen Kamm kaufen. Ist ja hochenergetisch, einen Kamm herzustellen, denn die Karde macht's gratis und du hast die Haare schön. Der erste völlig CO2-neutrale Kamm der Welt. Aber die Karde, deshalb habe ich vorher gesagt, wer fragt sich denn nicht, was macht die Karde für mich persönlich? Na, die Karde, machen wir jetzt da vielleicht einen Überblick. Zuerst medizinisch, weil es ist wirklich hochinteressant. Die Karde ist, man könnte sie ein bisschen vielleicht als Nahrungspflanze bezeichnen. Du kannst es ja prinzipiell essen, alle Teile, Blätter, Wurzel, Stängel und so weiter, ist extrem bitter. Da kommen wir vielleicht dann später nochmal dazu. Bitter ist immer gut. Wieso macht die Karde das? Die Karde hat viele Inhaltsstoffe, die gut zwar für uns Menschen sind, aber die Karde schützen vor Fressfeinden. An den Menschen hat sie natürlich auch gedacht, deshalb das Bitter. Bitter mag man nicht, aber Bitter ist effizient für die Pflanzen, um alle möglichen Mikroorganismen, Pilze, irgendwelche Bakterien und so weiter, sich vom Leib zu halten. Oder Insekten, die dran knappern, die mögen diese Inhaltsstoffe auch nicht so. Die Karde ist aber wirklich seit Alters her, das geht zurück bis in die Antike, bei den Krömer, bei den Griechen, so muss ich sagen, ist es schon von einigen Ärzten erwähnt, wie gut die Karde bei verschiedenen Leiden ist, wie zum Beispiel Fisteln am Hintern. Es ist mal so, was soll ich machen? Aber gegen Warzen, gegen verschiedene oberflächliche Aufschürfungen, Abschürfungen, Risse. Es kennt es vielleicht, wenn man bei den Lippen so Risse hat oder da bei den Ohren gibt es das auch. Da hat man das zum Beispiel genommen. Oder Warzen. Man hat auch gemeint, dass es gegen Gicht ganz gut wirksam sein könnte. Man hat da Salben hergestellt aus den Karden. Und da ist die Wurzel zerstampft worden. Es ist auch heute so, dass die Wurzel eigentlich hauptsächlich das arzneilich genutzte ist.
wobei man sich mittlerweile nicht mehr so sicher ist. Es schaut aus, wie wenn in der ganzen Karde diese Wirkstoffe drinnen wären. Und mittlerweile kommt die Karde in den letzten Jahren oder Jahrzehnten zu einer gewissen Ehre. Sie wird immer mehr verwendet gegen die Borreliose. Da hat man zuerst auch irgendwie, das ist nicht bewiesen, so sicher ist das Ganze nicht. Das ist vielleicht ein bisschen in die Esoterik-Ecke zu schieben. Bis man dann endlich das Ganze ein bisschen sich auch näher angeschaut hat in Studien. Ich habe jetzt leider die Stadt vergessen. Man kann das ganz einfach googeln. In irgendeiner Universität hat man das dann wirklich auch versucht nachzuweisen und hat diesen Wurzelextrakt bei den Borrelien. Die Borrelien ist eine ernstzunehmende Krankheit, die ist eigentlich sind Bakterien, die sich im Körper vermehren. Ist eine sehr komplizierte Krankheit, verläuft oft in verschiedenen Schüben. Meistens merkst du es gar nicht, dass du es hast. Und kann manchmal zu unangenehmen Folgen führen. Und diese wilde Karde scheinbar könnte im Körper die Möglichkeit haben, diese Borrelien aufzuspüren. Und diese Versuche sprechen eben dafür. Also man sieht, dass dieser Kadenwirkstoff das Bakterium in seiner Vermehrung auf jeden Fall stören kann und hindern kann. Und das ist ja schon mal super. Es wird, glaube ich, in letzter Zeit auch gar nicht so selten zusätzlich zu einer Antibiotika-Behandlung dazugegeben. Meistens benutzt man es dann aus Tinktur. Das heißt, du löst diese wirksamen Inhaltsstoffe der Karde in einer alkoholischen Lösung heraus. Und dann tut man da zum Beispiel täglich ein paar Tropfen in ein Wasserglas und trinkt es. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut, weil es mich einmal interessiert hat. Auch noch einmal, es war die Universität Leipzig, die diese Studie da scheinbar durchgeführt hat. Und dabei hat man da einfach rundum mal geschaut, was kann denn diese Karde. Und ist eben eigentlich, hat man im Prinzip das, was in der Volksmedizin oder zum Beispiel in der chinesischen Medizin ist, die Karde sehr, sehr lange verwendet, sind aber andere Karden in China als bei uns, die sind aber sehr, sehr nah miteinander verwandt. Das geht zum Beispiel, ist die Karde blutreinigend, leberschützend, sie dürfte auch zellschützend sein, es schaut auch aus, wie wenn es krebsmäßig ganz interessant ist, weil es eben Krebszellen zumindest stören kann. Blutreinigend habe ich, glaube ich, schon gesagt. Also es sind schon einige Sachen in dieser Studie zutage gekommen, was die Volksmedizin eigentlich schon, ich würde jetzt nicht sagen immer weiß, aber was man halt über Jahrtausende oder Jahrhunderte wahrscheinlich an Wissen erworben hat und dann traditionsmäßig einfach benutzt. Und irgendwann kommt halt dann die Schulmedizin und sagt, naja, okay, kann sein, muss nicht sein, schauen wir doch einmal nach. Und dann macht man aus dem Ganzen ein Medikament und verkauft es teuer. Und wir haben dieses Supermedikament im Garten und man braucht es da eigentlich nur ausgraben. Wenn ihr das selber ansetzt und versuchen wollt, am wirksamsten ist diese Wurzel, immer wenn ihr es im Herbst des ersten Jahres ausgrabt. Das heißt, die Karde sieht sich aus. Meistens ist dann der Sämling da, irgendwann späteres Frühjahr, Anfang Sommer, dann wump, explodiert es recht schnell. Und dann hast du da diese schönen Rosetten, die eben noch nicht geblüht haben. Und da ist die meiste Energie jetzt da in der Wurzel gespeichert, aber auch im Blatt. Und nächstes Jahr kommt dann sehr schnell die Blüte, der Stängel, wupp, wird wirklich förmlich nach oben geschossen. Und dann holt sie sich diese Energie wieder teilweise aus der Wurzel. Das heißt, ähnlich wie bei der Engelswurz, im ersten Jahr ist da am meisten drinnen. Jetzt holen wir uns einfach einmal so eine Wurzel raus. Ja, die Chinesen scheinbar, die nehmen es auch gegen Osteoporose her. Oder gegen, was heißt gegen? Vorbeugend gegen Osteoporose. So, jetzt schauen wir mal. Da haben wir ein schönes Pfahlwurzelchen, wobei das ist ein Baby-Rosettchen. Da sind noch viel größere. Machen wir wirklich. Das sind solche Kaliber. Also da kann man sich dann schon vorstellen, da gibt es unten auch wirklich heftig Wurzel. Und diese Wurzeln werden dann in Alkohol angesetzt. Und daraus kann man eben dann diese Tinkturen gewinnen. Aber es könnt ruhig einmal, ihr dürft mutig sein. Und ihr könnt zum Beispiel auch ohne weiteres einmal das Blatt testen. Die Karde gehört sicher zu den bittersten Pflanzen Europas. Ich würde so ungefähr vielleicht ich pflege meine Leber und die
Gallensekretion und dem Magen natürlich. Jetzt kommt die Bitterheit. Ja, ich würde jetzt einmal sagen, in etwa vergleichbar mit einem Löwenzahn, so in die Richtung. Also jetzt nicht schrecklich. Ans Bitter muss man sich ein bisschen gewöhnen. Das haben wir verlernt, weil wir mit Süß wahrscheinlich so zugeschüttet oder so zugedröhnt werden. Schneidet hin und wieder kleine, einfach ein Blättchen mal ernten, in kleine Stückchen zerreißen und in einen Salat reinschmeißen. Wieso nicht? So nehme ich diese Inhaltsstoffe auf, ohne dass ich es großartig merke, ohne dass es mich gleich abbeutelt. Und so, also wie ein Löwenzahn, wie gesagt, ist das Ganze. Und man merkt sofort, dieses Bitter tut seine Wirkung. Mir rinnt die Spucke da im Mund jetzt schon zusammen. Man kann mich nur mehr schwer verstehen. Und das geht natürlich dann unten weiter. Die Magensekretion wird angeregt, das heißt, es ist verdauungsanregend. Die Gallensekretion wird angeregt, die Leber wird gepflegt. Also alle diese Gänge, wo Sekrete und so weiter fließen, das macht dieser Bitterstoff. Und eben die Pflanze lagert es ein, eigentlich um sich zu schützen. War in dem Fall ein Irrweg. Geschichtlich war die Karde, die Weberkarde, eine hochbedeutsame Pflanze. Sie ist scheinbar ist es nicht das gleiche wie die wilde Karde, aber sie sind sehr nahe verwandt. Sie sind damals das erste Mal scheinbar von Frankreich im 19. Jahrhundert nach Europa gekommen und das letzte offizielle Anbaugebiet in Österreich wurde 1955 im Mühlviertel geschlossen. Da hat man den noch angebaut, also so lange ist es nicht aus und scheinbar in Schladming gibt es die Firma Lodenwolker, das weiß ich, weil ich aus Schladming bin. Und die machen so Janka, Wolkjanka. Fragt mir, wie das auf Hochdeutsch heißt. Ich weiß es nicht. Aber es ist ein internationales Unternehmen. Und angeblich, ich wollte anrufen, habe es vergessen, nehmen die noch solche Karden her. Da wird das Material eigentlich einem Art Finale unterzogen und in der Qualität verbessert, indem man es so Art bürstet. Das nennt sich Karden. Macht man halt großteils nur mehr maschinell. Deshalb ist das eigentlich ausgestorben. Aber die Zunft, der Tuchmacher, hat aus diesem Grund die Karde aus Symbolpflanze, eben Baumwoll oder Wollstoffe werden mit dem behandelt. Was wäre noch zu sagen? Ja, natürlich könnt ihr diese Karde perfekt hernehmen, floristisch oder für Dekorationszwecke. Die halten ja im Prinzip unbegrenzt. Da möchte ich vielleicht gleich ganz kurz Werbung machen für der Kosi, ihren neu gelaunchten YouTube-Channel. Jeder, der gerne so floristische Dekorationen macht, schaut mal rein. Da findet sicher coole Sachen und wir haben beschlossen, die Karde hin und wieder auch in unseren Speiseplan einfließen zu lassen, weil wirklich nichts dabei ist. Du gehst raus, schneidest ein Blatt ab, zerhockst es klein, gibst es in den Salat rein oder einmal in eine Reisspeise oder wie auch immer, einfach dazugeben, aufnehmen als Nahrungsmittel ist immer gut. Unsere Tinktur ist leider ausgegangen, schon vor längerer Zeit. Da wäre jetzt der Zeitpunkt, wir werden uns jetzt wieder eine ansetzen. Dann haben wir nächstes Jahr wieder was. Falls unser Zeck wieder mal erwischt, kann man das ja sicher dazu nehmen. Würde nicht schaden.